Mahlzeit. So, ich bin wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit Farming Simulator 22 und unserem Schnuckelfarm hier. Gerade war ich ja noch ein bisschen Rasen am Mähen. Das Thema dürfte jetzt aber allerdings auch durch sein, wie ich sehe. Und was der andere? Der andere wird schon wieder blockiert. Ja, ist ja gut. So. Ja, genau. Erstmal für alle, die dazugekommen sind, ein recht herzliches Hallo und für alle, die geduldig gewartet haben, natürlich danke für die Geduld. Durch allen weiter viel Spaß beim Schauen oder Mitmachen. Mit besteht diese Möglichkeit, vorausgesetzt, dass ihr C sitzt. Ein Crossplay habe ich hier aufgrund diverser Mods nicht an. So. Ich das einfach mal hier von Hand fahre ganz kurz, zumindest den Außenkurs. Das hat Sinn. Bringt, wenn ich jetzt hier schon wieder Nerven ansetze, weil jetzt spätestens jetzt hängt der nämlich wieder fest oder würde der festhängen, sonst kriege ich gar nicht da weg. Ich weiß, wie ich das da wegkriegen würde. Ja, ich habe mir einfach einen Bagger und die große Schippe und da kriege ich das auch da weg, aber war nicht wert die Zeit für das bisschen, was da liegt. Was hat da liegen, ne? So, dann wieder unseren DP-Helfer hier reinsetzen. Schauen, was der jetzt treibt. Gespannt. Aber sowas von. Kurven, das kriegen wir nicht hin, okay. Da bleibt was liegen. Er wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr hängen bleiben. Sollte ich den jetzt einfach mal weiterfahren können? Mach ich mal. Immer noch die Walze wieder zurückstellen. Irgendwas ist hier verkehrt und ich sehe auch was. Wir sagen Gruber, dann die Walze, dann die Sämaschinen. Wobei mir da die Reihenfolge relativ ist, aber das hier hinten, das bleibt mal schön nach der Logik, wie ich damit angefangen habe.
So. Er sieht, alter Schwede. Boah. Ist der schmutzig. Mal ganz dringend das Poliertuch rausholen. Ich glaube, sauberer geht es nicht. Der Rest sind Kratzer. Da geht bestimmt noch was. Habe ich ja mal spaßeshalber einmal neu lackiert, ne? Ist schon wieder nichts mehr von. Irgendwie nichts mehr. Das Rahmengestänge ist noch kratzerlos, mehr oder weniger. Aber die Walzen, die sind natürlich schon wieder total hinüber. Naja. Ja normal, ne? Okay. Ach so, der ist voll. Okay. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ist er schon rumgefahren? Hat sich hingekriegt, oder? Weiß ich nicht. Hin. Immer fahren. Mal gucken. Gucken, wo er lang fährt. Ich glaube, da stand er auch. Einfach mal machen lassen. Der weg.
So, dann schnappe ich mir mal noch ein bisschen Stroh hier raus. So viel muss ich ja hier drin gar nicht haben. Ich habe ja gerade eine Neuentdeckung gemacht. So, einmal Stroh. In diese schnucklige Siedlung. Weil das in der Lage ist, aus Gras und Stroh Holz zu produzieren. Finde ich absolut klasse. Weil da spart mir das Wenden und das wieder. Das wieder einsammeln, ne? Genau. Da ich ja Stroh auch genug habe, das natürlich auch ein relativ gut hier produzieren kann, also normalen Grasflächen, wie gerade jetzt nicht reichen, dann kann ich ja immer noch um die Felder rumfahren und da theoretisch 850.000 Tonnen sammeln. Da sind so viel Rasenfläche. Geht auf keine Kuhhaut, geht das. Ne? So. Dann lasse ich das erstmal so, weil viel brauche er ja nicht davon, von dem viel Stroh. Das ist erstmal so, wie es ist. Brot habe ich ja noch genug da. Maschine aus, hier Schio raus und Igligat wegmachen. Den Drektor sauber machen. Krass aus. Immer, ne? Ladewagen, die sehen mal aus. Hättest du dir direkt in so eine Jauchegrube getunkt. Der ist auch fleißig. Dann noch einen. Was ich meine, da links um das Feld rum. Ich meine, da ist natürlich jetzt gerade noch nichts wieder. Das muss natürlich erstmal wieder wachsen. Aber um das Riesenfeld 78 rum da. Alte Grasnarbe gezogen, damit eben Probleme beim Wenden für die behoben werden. Weil die immer irgendwie am Deich geklebt haben, oder? Bestenfalls, nein, schlechtestenfalls, wie jetzt zum Beispiel die Feldspritze, die ist einfach über den Deich gefahren und stand dann im Meer. Das fand ich jetzt nicht so witzig. Der braucht schon im Meer eine Feldspritze. Ob der Helfer hat es mit dem Kreislauf. Sehr lustig. Komm ich unter. Uah, ich unterbreche den Helfer mal. Geht da hier mal selber. Geht da noch bedeutend zügiger, weil etwas zielgerichteter.
Bisschen weniger Schwung. So, dann haben wir das Feld doch auch wieder entwiest. Ja, dass das große Silo nicht alles von vorne hat. Ne? Also natürlich die Entnahme vorne und dass die Aufnahme hinten. Ja, dass es nicht andersrum ist, beziehungsweise dass es nicht beides auf einer Seite ist. Andersrum hätte ich es ja hinbauen können. So, auch der hier. Mal die 1 da vorne weg beim Strom. Also dekadent aus Millionen. So, super. Was hatte ich gerade festgestellt? Ich besitze keine Schafe. Ich meine, ich habe so einige Tiere nicht, aber Schafe zum Beispiel. Auf Schafe hatte ich verzichtet, weil ich keine Lust hatte, die Wollpaletten zu bewegen. Habe ich in den vorherigen, also hier bei 19 zum Beispiel, nachher ja keine Schafe mehr gezüchtet. Ja, Hühner hatte ich dann auch weggelassen, wegen Eierpaletten, aber dafür habe ich ja jetzt auch eine Schnuckelpot. Das Auto-Load für Paletten. Das heißt, ich muss mich nicht mehr mit dem abmühen, womit ich nicht klarkomme, Gabelstapler oder welche anderen gabeligen Sachen. Ich kann einfach daneben fahren und sagen, auf, und dann hüpfen die mir auf den LKW. Selbst springende Paletten, wer hat das schon? So, außerdem bin ich in dem Spiel die Herkules und kann die einfach so mit der Hand hochheben. Ja. Das haben wir. Und jetzt gucken wir mal eben nach. Erstmal machen wir jetzt hier mal speichern. So. Dann gucken wir mal noch. Stopp. Bauen. Container Tools. Achso, oben Tiere. So, erstmal Tiere. Pferde, Schweine, Schafe. Davon kommt ja glücklicherweise hoffentlich auch noch Wolle bei raus.
Denn da? Ein kleiner. Will ich ein kleiner oder will ich ein großer? Wenn, dann will ich gleich ein großer. Passt 25 Tiere rein. Was sind 65 Tiere und ich bin natürlich lieber. Der Seite ist, was auf der Seite ist. So, lass uns doch mal hier bei den anderen Tieren gucken, ob da noch irgendwo Platz ist. Ah, hier. Zum Beispiel. Hier auf der Wiese zum Beispiel ist noch eine Menge Platz. Da passen Schafe hin. Gerade ist das auch. Wenn ich das jetzt noch drehe, ne? Auf der Seite müsste ich mit dem okay. Auf der Seite muss ich mit dem LKW ran. Dann muss ich das doch so gedreht. Gedreht und baue das einfach mal. Warte, ich muss die Kurve noch kriegen, um da reinzufahren. Baue ich das Ding mal. Doch schon mal gar nicht mal so gut aus. Dann noch so was Ziertes wie Zufahrt. Eine Fake-Zufahrt sozusagen. Ich die benutze, steht auf einem anderen Blatt, aber mach mal eine hin. So. Ah, komm. Machen wir das einfach mal so. Da hinten wäre dann theoretisch Palettenabholung. Ach, eine Art Wendeschleife hinmachen. Das ist falsch. Das ist richtig. Nee, ist auch nicht richtig. Das? Was zum Geier war denn das? Auch das? Hä? Das ist doch Pflaster. Auch Pflaster. Ich will aber gar kein Pflaster. Ich will diesen weißen Kies will ich haben da. Nein, ja nur der sein. Jawohl, der ist es. Einfacher, schöner Schotterplatz. Da ist asphaltiert und da nicht. So. Muss ich nur noch dahin, ne? warte mal. Das kann ich gleich mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. So. Gut, Licht, gut. Windrad, da so viele Windräder. Ach stimmt, ich habe ja das Grundstück da vorne gekauft. Da gehören ja die Windräder zu.
Aber die bringen mir nichts, wie man sieht. Die haben einfach nichts gekostet. So, Erweiterung groß. Hörmann, Kircher. Kircher habe ich denn. Uiuiui. Treibstofftank, Treibstofftank, Produktion. Was ist denn mit meinen Stellen? An hier, ne? Da, Hühnerstall. Unverkäuflich. Unverkäuflich. Schafstall groß. Vermutlich, weil Tiere drin sind. Okay. Warf zum Standort. Funktioniert ja hervorragend. So, nochmal mal gucken. Was möchte ich denn für Schafe haben? Alpine Steinschaf. Schafe produzieren wollen, die direkt verkauft oder weiterverarbeitet werden kann. Ja. Schwarze Schaf. Aber nimm mal alpine Schaf, das ist schön. Auswahl. Schnappen wir uns mal 30 Stück von. Okay. Was braucht dieser Stall denn schönes? Schafstall, zack. So, der braucht erstmal Nahrung. Der braucht Gras. Einfach nur Gras. Mehr braucht er. Sollte machbar sein. Habe ich so viel schönes Gras in dieses Silo reingepackt. Muss ich das da wieder rausholen? So. Zack. Aber so viel passte da auch nicht rein in den Stall. Liter steht da. Da steht leider nicht, wie viel da reinpasst. Okay. Ich gehe mal davon aus, mehr als so 1000 passt da eh nicht rein. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Gucken, wie man das fahren kann. Ja, das geht ganz gut. Der macht, glaube ich, noch hinten auf, ne? Gerade so unters Dach, ne? Waffe. Der echt cool hingekriegt, ne? Sehen ja schon richtig real aus. So,
das kann das wieder loswerden und die Produktion wieder anmachen für Silage in dem anderen, ja, Grassilage erzeugen. Kann ich wieder erzeugen. Geht nämlich dann wieder ins Kraftwerk. Und da wird dann hergestellt Gärreste, welche direkt verteilt werden, aber es ist eben Strom und diverse andere Sachen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie das Zeug jetzt heißt, irgendeine Chemikalie auf jeden Fall, hat halt den Vorteil, dass es noch Geld bringt. Ne? Kercher. Die Stimme der Schlappe im Kercher, auch nicht schlecht. Okay, somit haben wir ja eigentlich jetzt noch nicht alles geschafft. Nein, da hinten ist noch Wein und dieser Wein ist, glaube ich, erntereif. Was ist denn mit diesen ganzen Dingern da? Also, wir haben einmal Wein und einmal Oliven waren das, glaube ich. Ne? Rübentechnik, Baumwolltechnik, Zuckerrohrtechnik, Oliventechnik. 306.000. Was ihr denn genommen? Baumtechnik. 142.000. Unfassbar. Ganz klar, nö. Hab die zwar dahin gebaut, aber brauchen tue ich die ja nicht wirklich. Ich werde erstmal, wenn jetzt erstmal quasi einen Tag hier im Schlaf verbringen, sozusagen. Zack. Mal in den nächsten Monat springen. Wieder ein paar Einnahmen gegeben, so insgesamt. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Kohle. So, auf dem Weg werden wir gleich mal hier einmal speichern. Und einmal in den Shop springen und dann hole ich mir den schönen Traubenernter hier. Konfigurieren. Ach. Das. Edelstein. Keine Ahnung, was das ausmacht. Nix, ne? Dabei bleiben. Ist einfach nur, weil man es kann. Ne? So. Wie schnell ist denn der? 25 km/h. Ich werde jetzt nicht mit 25 Stundenkilometern hier nach oben fahren. Da ist ein Rasenmäher, den ich verkaufen kann. Der kann eigentlich noch weg. Ja? Nee. Mähtechnik. Verkaufen. Siehst du, wieder 11.000 mehr. Wunderbar.
So, dann wollen wir mal hier. Oh ja. Hier müssen wir mal ein bisschen was reparieren und ein bisschen was tanken. Und parken. Hier, oh ja, ebenfalls. Und parken. Der Rubicon, Hadi, der kann. Achso, den brauche ich gleich. Der kann erstmal so bleiben. Der hier, der kann auch repariert werden und betankt werden. Brauche ich, wie gesagt, gleich noch. Was ist das hier? Der kann. Wird. Parkt. Reicher. Oh ja. Hat ordentlich Schaden genommen. So, und dann noch den. Gut, den muss ich gleich fahren. Das ist okay. Und ich brauche bitte einen. Einen von den Schnuckligen immerhin brauche ich. Da schnappe ich mir noch einfach mal den. Hatte ich mir noch extra so einen schönen Tieflader geholt, damit ich eben nicht mit 5 Stundenkilometern hier durch die Landschaft fahren muss. Das wäre bei MFS 19 nicht passiert, dass dich ein PKW abhängt. Ist der schnell. So, fahre ich jetzt hier drüber? Ja. So, komm, fahren wir mal wieder beim Nachbarn über den Hof. Wie sich das gehört. Und ich gucken, was das war. Aufklappen.
Olivenernter brauche ich eigentlich auch noch, ne? Na komm, lass mal erstmal so. Mal gut schauen. Tieflader zuklappen als erstes. Na, kommen da hinten die. Und natürlich Spanngurt. Zack. Ist der lang. Ist eigentlich mit. Sammle ich die eigentlich auf, die Trauben? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ne? Muss ich mir gleich angucken. So einen Behälter hat oder so dafür. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie Trauben geerntet. Da bringe ich jetzt den Hänger weg. Hier oben drauf. So, Spanngurte lösen und die Hütte aufklappen. Wie? Das hat einen echten Vorteil, ne? Gegenüber den Tiefbett bei FS19 ist das echt super gemacht hier. Da konntest du ja überhaupt keine Rampen hinten runter machen. Zumindest bei dem, den ich da hatte, nicht. Du musstest dann irgendwie seitlich versuchen, mit dem Teil da drauf zu kommen. Und das war im überwiegenden Mission Impossible. Okay. Traubenernter. Juhu. Erntemaschine auf. Kann das mal.
Maschine leeren oder so gibt es hier gar nicht, ne? Eine Anhängerkupplung hat das Teil auch nicht. Probieren wir mal aus. Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht, ne? Wahnsinnige Geschwindigkeit. Bei raus. Anton, durchaus. Oh, der wirft die. So, das sind Blätter oder was? Warum hat er im Tank? Vielleicht hätte ich vorne und hinten die Hecke weglassen sollen. Ich fand das ja ganz lustig. Ja. Ah, kann man drüber fahren. Ja, cool. Träubchen. Dass man die drei Trauben nicht von Hand ernten kann, ja, eigentlich. So viel habe ich ja davon nicht. So funktioniert also Traubenernten. Na wahr. So, guck mal. Maschinen abschalten. Erntemaschine zu klappen. Boah, Trauben sind weg. Restlos weggepflückt. Wo ich die hinpacken kann, passen die ins Lager. Also, man die in Silo tun oder nicht? Zutaten Level ändern, Tempomat aktivieren, Erntemaschine anschalten, abschalten, Helfer einstellen, zuklappen. Nö. Ist nichts mit raus.
Traum. Die kann ich nirgendwo hinpacken. Sehr witzig. Rübenschnitzer Traum. Doch, da. Traubenverarbeitungsanlage. Rosinen und Traubensaft. Aha. Doch, wusste ich doch. Ich habe doch da irgendwas vorbereitet. Nicht mehr was. Traubenverarbeitungsanlage habe ich mir beschafft und das müsste das Gebäude mit dem grünen Dach sein, da rechts. Und da werde ich die dann wohl auch überladen dürfen. Ach, wie lustig. Okay, Rosinen ist 1:1. Traubensaft? 5:4. Was ist denn mehr wert? Das wäre jetzt mal die Frage. Fragen wir mal unsere schlaue Preistabelle. Also, Traube. Sind ein 6 wert, okay. Dann gucken wir mal nach Erde, Luzerne, siehst du, wo ich die Sachen herkriege, weiß ich auch nicht. Kies an Drogendinkel. Kies. Erde. Ein Schimmer. Wohl Wartung. Keine Verkaufsstellen verfügbar für Wartung. Was? Wie eine Pflaume Apfel. Gibt's alles noch nicht. Kommt noch. Trotz alledem würde ich jetzt da Traubensaft. So, Traubensaft kostet, da kriege ich für 4,7 los. 4,7. Ach, nicht viel Unterschied, ne? Bis auf, dass das 1:1 ist und das andere 5:4. Also eine 5:5, das andere 5:4 sozusagen. Dann hat es doch am ehesten Sinn, dass ich einfach mal Ziertes wie Traubensaft herstelle. Pro Monat 1276. Das ja erstmal behalten. Mal gucken, was sieht. Erstmal behalten. Erstmal draußen hinstellen. Ich habe ja einen Palettentransporter. Das geht. Okay, so eine teure Maschine für so wenig Trauben. Theoretisch müsste ich mir ja mal so ein richtig fettes Feld dahin bauen, ne? Würde. Zumal die ja sehr pflegeleicht sind. Die muss ich nur hinstellen. Zum tun die von alleine. Gießen. Nichts muss ich damit machen.
ich mal hier hin. Noch besser. Das Ding hier hin. Und um Parkplatz. Ja, schnuckelig. Doch. Hat irgendwie was. Ja, da kann ich natürlich dann auch wieder sperren sozusagen. Natürlich wieder. Und einmal die Traubenernte. Müsste ja theoretisch noch alles geladen sein. So, dann ziehen wir mal wieder durch. Das hat ja eigentlich gut funktioniert. Obwohl, nee, da vorne an der Ecke ist er, glaube ich, hängen geblieben. Also nochmal kurz drin bleiben. Die sind ja eigentlich recht präzise. Entsprechend kann ich ja davon ausgehen, dass er sich jetzt auch ganz präzise wieder rückwärts vom Baum setzt. Na klar. Nicht zuklappen. Gruseliger Helfer daraus. Was ist das? Hört einfach zu. Kannst du nicht unterbrechen, der klappt einfach zu. Unfassbar. Soll denn das? Unfassbar. So, dann einmal kurz einen Blick werfen auf diverse, ja, schon mal gut aus. Oh.
Freunde sind da ich hochgefahren, aber vermutlich, weil ich nicht String H, sondern H gedrückt habe. Eine Vermutung. Dann, dass er jetzt wieder in den Deich hochfährt. Aber mal. Verschaffen wir uns Gewissheit. Ja, genau, das war der Grund. So, die Ecken, die er jetzt offen lässt, die lasse ich auch offen. Einmal gedüngt ist ja bereits. Und so wahnsinnig viel ist da ja gar nicht. Was er in der Kurve da weglässt. Okay. Sonst noch einer ohne Fahrschein? Irgendwas erntereif? Nein, ist nichts erntereif. Alles noch sehr grün. Oben los. Mitten im Ernten unterbrochen oder so. Einige erntereife Sachen theoretisch kaufen könnte. Dann auf der 11 drauf. Ne? Auf der 11 wäre Hafer drauf. Der 45 ist da drauf. Hast oder was? Ah, okay. Habe ich ausgeblendet. Das ist der Grund. 45 ist also eine riesengroße Grasfläche, Graslandschaft. Oh. Was denn das Ding? Eins Komma sechs Millionen. Wow. Okay. Nö. Konto sagt nö. Ist nicht. Weiß ich immer noch. Sehr schön. Ja, das heißt eigentlich, wenn der hier fertig ist, könnte ich direkt wieder einen Monat weiterspringen, weil ich hier persönlich ja gar nichts habe. Was ich aber machen könnte, ich könnte mal bei den Aufträgen gucken. Ja, irgendwelche super lukrativen Klamotten bei, von denen ich überhaupt keinen Schimmer habe. Hier Ballenpressen, ist eine ganz dumme Nummer, habe ich glaube ich gar nicht. Ah, die Sachen. Ballen. Ballenpressen, 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 Ballenpressen. Ballenpresse. Ah, wirklich, ne? Tausendmal Ballenpressen. Ah, das ist sortiert, das ist aber schön. Düngen auf Feld 46. Düngen das Feld mit einem beliebigen Dünger. Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle.
Dann deine eigene Ausrüstung. Ja, das können wir machen. Dazu werden Zuckerrüben auf Feld 54. N50 bei dem. Wo ist Feld 54? Dreiundfünfzig habe ich gefunden. Da, 54. Hey, der Witzka. Mein Betrag lockt, aber da bist du echt unterwegs für. Was ist das? Ich glaube, ich muss mal kurz ein bisschen was erkunden. Ich wieder hier. Den lasse ich mal machen. Und ich muss mal ganz kurz mir einen schnappen. So. Kinder? Nee, der nicht. Sondern eher so ein Ding mit Anhänger. So, den dazu. Kurz parken die Hütte und dann mal ganz kurz wohin fahren. Sag mal ganz kurz ein bisschen Erkundungsarbeit leisten. So eine Art Grube. Wow. So, hier war ich noch gar nicht. Riesengroßer Platz. Theoretisch eine Farm drauf bauen kann, ne? Ist echt viel Platz. Nicht schlecht. Bin jetzt, wo bin ich denn? Zum Geier bin ich. Da bin ich. Achso. Da oben rumgefahren. Dahin, also hier rum, dann da lang und dann darunter. Mann, ist das eine riesen Map. Ja. Man hat links. Krass groß ist diese Map, bitteschön. Vierfach-Map, ja. Weiß ich. Aber irgendwie kommt die mir größer vor als die
Hollandsche Welt zum Beispiel. Habe ich jetzt so nicht den Eindruck gehabt, dass ich so weit in die Breite fahren kann. Erstmal gucken, wo ich bin wieder. Da bin ich. Ah, rechts runter muss ich. Also um hier wirklich irgendwie verteilt irgendwelche Gewerke stehen zu haben. Hier ist auch wieder so ein Platz für irgendeinen Hof. Uff. Alter! Mach mich nicht schwach, ey. Was ist das, Darling? Also ich würde tippen, dass ich hier wahrscheinlich Sand und Erde herbekomme, oder? Ich die so direkt aufladen. Okay. Also, hier gibt es auf jeden Fall Sand, Erde und hier vorne ist so eine Art, sind die Steinbruch, Sandgrube, ich weiß es nicht, Kiesgrube. Okay, Mann. Ja, hier müsste ich mal mit dem lass den mal hier stehen. Ich werde das nachher mal ausprobieren. Ich werde mal den Bagger hier hinfahren. Natürlich mit dem Tieflader. Bin ich ja 5 Stunden unterwegs. Und dann einfach mal gucken, was hier machbar ist. Was einfach hier aufschaufeln, aufladen kann oder whatever. Mal gucken. Was ist das gut? Das ist dann die nächste Frage. Multifunktionsfabrik. Wasser. Steine. Sache. Na gut, dann krieg ich die Steine nicht nur vom Feld, sondern ich krieg sie dann. Okay, auch so. Mist, das ist Quark, so. Ja, brauche ich dann eigentlich auch nicht. Irgendwelche schnuckligen Gewerke, für die man das braucht. Containertiere, Dekoration, Produktion. Lass uns doch mal die Produktion einmal durch. Also, wir haben hier Bäckerei. Da wird man sowas nicht. Reinerei.
Auch nein. Nochmals nein. Nö. Auch nicht. Auch nicht. Ne, Wasser. Es ist für... Für Gott weiß, was ist das, aber... Noch nichts, was es momentan irgendwie gibt. Aber hier kann man dann mit Sicherheit solche Sachen besorgen. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo man das theoretisch herbekommt. Zu wissen. Oh. Ein bisschen vorsichtiger über die Hügel fahren. Noch ein Baugrundstück. Holla. Ich muss ja unbedingt den Hafen einebnen, ne? Aber ich finde das ganz gut so. Mit dem Hafen. Wer ist schneller, ich oder der da? Erlaubt. Nicht die mal schaffen würde. Das wäre schon. Ach komm, ich fahre durch den Park. Ja, da kann ich mir ja, da kann ich ja Baggern üben, sozusagen. Oder man stellt sich hier so ein Fließband dahin. Ja, so eine Sammelmaschine, Fließband irgendwie, die dann sowas aufnimmt und irgendwie den Wagen transportiert. Weiß aber nicht, ob das funktioniert damit. Genauer kann man sie kaum nebeneinander stellen. Ne? Da passt nichts mehr zwischen. Okay. Dann springen wir noch mal kurz auf den Helfer Philipp hier.
Da ich leider durch das Grünzeug nicht durchgucken kann, wie weit der ist, muss ich das mal auf der Map eruieren. Erntereif. Warte mal. Da ausblenden. Ah, das macht die ganze Sache viel übersichtlicher. So. Juhu, ja, er hat es geschafft. Fertig. Hier? Nicht wie weg. Kann ich sagen, aber so ganz langsam, aber sicher, macht sich bei mir ein dezentes Hungergefühl bereit. Erstmal kommt er noch weg und bauen wir noch mal weiter. Oh, der sieht auch sehr leckrig aus. Hui, hui, hui. Kann auch mal eine kleine Wäsche vertragen. So, gut, den haben wir auch sauber. Dann springen wir mal jetzt einfach in den nächsten Monat. Ne? Hier ist nichts mehr zu tun gerade, außer einem Auftrag. Aber genug eigene Felder, muss ich jetzt nicht unbedingt einen Auftrag machen. Ne? So. Einmal schlafen gehen. Dunkle Wolken. Ein sonniger Septembermorgen, sozusagen. Das ist schön. Schön, aber so wirklich erntereif ist ja trotzdem noch nichts. Naja. Ach, die 36. Hopfen ist da drauf. Ui. Alles, was ich nicht brauche. Okay. Wir werfen noch mal einen Blick auf Aufträge.
Das ist jetzt schade, das einfach so zu überspringen. Da geht bestimmt noch was. Feld 54 Erden steht immer noch zur Debatte. Da selbst wohl irgendwie keinen Bock drauf. Okay. Sechzehn. Lavendel. Kohl. Da will mich wohl verkohlen. Was war der? Auch Lavendel. Tausend bietet der. Mit 50. Sorgemäße. Wo ist Feld 50? Wo das Kleine da oben. Weiß nicht, weil so große Felder habe ich selber, da kann ich auch selber machen. Hier nochmal schlafen. Hier nochmal ranzen. Bis dahin dürfte bei mir auch wieder was erntereif sein. Hühnchen würde ich gerne noch, würde ich gerne noch machen. Okay. 700. Da hat sich schon wieder ein bisschen was getan. Jawohl. Einmal kurz in die Produktion schauen. So, aber da, das ist schon mal da. Gras, das ist aus. Deaktivieren. Genug drin. Genug drin. Ist sowieso noch drin. Milch aus, ist okay. Sollte auch schon wieder genug Milch im Stall sein. Mehl ist auch gut. Wollte ja eigentlich mal Milch hier reinpacken und Kuchen machen. War so der Plan. Zuckerrüben. Ja, Traubensaft, da siehst du alle. 14 Liter Traubensaft. Blumen. Ach, hier sind alles auch alle. Okay, das waren die Produktion. Jetzt noch die Tiere. Hier ist auf jeden Fall noch genug drin, genug Gras. Wolle haben sie auch schon produziert. Ihre Produktion ist auch nicht schlecht. So, was ist mit Hühnern? Viertausendvierhundertdreizehn Eier. Zeit, Geschlechtsreife 33. Getreide 100. Da ist auch noch genug drin erstmal. Und jetzt die Kühe. Schön, ne? Mischration, also das Heu reingemacht habe. Kann ich machen, brauchen.
16.000 Milch. Cool. Und 42.000 Gülle. Uiuiuiuiui. Ein Park. In 30.000 Liter Gülle. Wie sind die denn jetzt hergeholt? Da gibt's noch mehr. Wo das ist, gibt's noch mehr. 9.000. So, 16.000 Liter Milch. Was mache ich damit? Stoppe ich jetzt tatsächlich erstmal in die Bäckerei. Einfach nur so, um mal Kuchen herzustellen. Nein, ausnahmsweise mal nicht da rein. Ausnahmsweise mal da. Jetzt. Bäckerei, Bäckerei, was ich? Ach, da passen nur 7.000 rein. Kuckuck, das ist ja witzig. Kuchen. Ja, nochmal rein. Dann bau mal Kuchen. Ordentlich. Die Spannung steigt. Toller. Brot und Kuchen, genau. Das können wir ruhig beides machen. Mehl ist ja genug da. Zweifelsfalle kann ich Mehl auch wieder verteilen.
So, ja, super. Genug Milch. Alles. Heißt, jetzt gibt es das erste Mal bei mir Kuchen. Und den verkaufe ich nicht direkt, weil da möchte ich mal schauen, wo ich das dann am besten verticken kann. Und ich möchte das mal auf Palette sehen. So. Wieder ausgemacht. Okay. Da sind jede Menge Eiers. So, jetzt haben wir hier Herkules-Aktion, ne? Bung, weg. Noch eine Herkules-Aktion. So, dass ich nicht genug Eier hätte, ne? Produzieren so schnell. Hey, ich habe über 800.000 im Sack. Cool. Wo muss das? Okay, also. Blick auf die Map jetzt. Fast fertig. Warum sind sie weg? Schnell? Aber tatsächlich ja immer noch nichts, ne? Naja, Tiere muss ich versorgen, das auf jeden Fall. Und wir schauen jetzt erstmal. Was ist denn auf? Würde mir ja recht gut in den Kram passen, ne? 29. Da drauf. Oben. Gut, brauche ich nicht unbedingt. Aber kann ich mir leisten. Gekauft. So. Ist nämlich auch bald soweit. Das heißt, das kann ich dann auch sehr bald vom Feld holen. Oh, Tiere versorgen. Das müsste ich gleich machen. Aber jetzt muss ich tatsächlich noch mal kurz für ein paar Minuten in den Hintergrund. Und dann können wir gerne noch ein bisschen machen. Bis gleich.